Hey, ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap. Heute schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Ich habe ja letzte Folge gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich möchte mich mal hier ein bisschen umschauen in dem Spiel, weil ich glaube, mittlerweile mit zwei Dungeons geschafft, können wir ein bisschen mehr auf der Overworld erreichen als noch zuvor. Hier zum Beispiel kamen wir ja gar nicht durch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt überhaupt durchkommen können. Aber wenn man nicht das Gefühl, dass das der Fall sein wird, nee. Aber ja, generell möchte ich diese Folge einfach nur mich ein bisschen umschauen, ein paar Secrets finden und endlich mal herausfinden, wofür ich diese ganzen Glücksfragmente benutzen kann. Weil ich sehe, ich habe einiges parat und bestimmt kann ich die irgendwo benutzen. Ich glaube nicht, dass ich dafür noch länger warten muss im Spiel. Wir sind ja eigentlich schon relativ weit, würde ich mal behaupten. Ja, die meisten Läden können wir noch nicht rein. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass ich doch noch nicht so weit bin in dem Spiel, aber generell, ich schaue mich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen in den Häusern um. Guck noch mal, ob ich hier ein bisschen was machen kann. Zum Beispiel hier oben sehe ich, es gibt ein neues Item, ein Bumerang. Was zum Teufel? Ja, dann lass uns das noch mal kaufen, oder? Ein Bumerang, das macht 100 Rubine. Eine große Hilfe bei deinen Abenteuern. Kaufst du's? Ja, klar. Eieiei, du hast nicht genug Rubine dabei. Komm wieder, wenn du etwas reicher bist. Na gut. Die können wir uns noch nicht leisten, aber mit dem Bumerang können wir bestimmt irgendwas erreichen. Bestimmt irgendwas. Man kann die Dinger reinspringen? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja lustig. Okay, ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Ihr seht ja, hier gibt es so kleine Löcher. Irgendwo kann man kleiner werden. Und generell kann man ja eigentlich noch ein bisschen weiterkommen in dieser Hyrule-Stadt, nur bin ich mir noch nicht sicher, wie das genau funktionieren wird. Eventuell kann ich ja noch nichts machen. Vielleicht verschwende ich auch gerade Zeit. Hier sind überall diese ganz kleinen Löcher. Also, safe gibt es noch irgendwo Orte, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich meine, hier kann ich zum Beispiel noch nicht durch. Vielleicht kann man auch nur hin, wenn man klein ist. Und ich meine, wenn ich hier nach oben links lang gehe, da gab es da auch noch einen Weg, wo wir nicht lang konnten. Ne? Da war so ein Hund vor dem Weg. Hier unten. Der ist immer noch da. Ich kann nichts gegen ihn machen. Ich kann ihn da nicht wegschieben oder sonst was. Das ist halt doof. Ja. Ansonsten, was mir sonst noch einfallen würde, wäre eventuell nochmal zurück zum Wald gehen und da gucken, ob ich da vielleicht mit ein paar Minish reden kann. Vielleicht will ja irgendwer mit mir ein paar Fragmente tauschen oder so. Wir hatten das ja einmal mit diesem Typen, der hier in der Stadt war. Der wollte unbedingt mit uns tauschen. Und dadurch hatten wir etwas auf der Overworld freigeschaltet, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch wieder so, auch wieder so funktionieren könnte. Oh, hey, schaut mal hier, in dieser Höhle können wir weiterkommen. Wir haben jetzt die Fähigkeit, das hier zu benutzen. Und dann nochmal zu benutzen. Ja? Nein? Oder geht das doch nicht? Oh, vielleicht brauche ich hier... Muss mich hier vervierfachen können. Also so gesehen brauche ich dann alle Elemente oder sowas für. Ja, nee. Ich glaube, das ist für ganz, ganz später, wenn ich alle Erze habe. Okay. Oh! Wait! Tal der Königsfamilie. Hä, nee, hier waren wir doch schon mal. Warum ist denn die Bombe jetzt hier wieder gebraucht? Hier wird die Bombe gebraucht. Hä, wie waren die doch? Oder nicht? Waren wir hier nicht? Okay, das können wir noch nicht machen. Hier brauchen wir 6 Stück oder so. Okay, keine Ahnung. Hä? Nee, waren wir wirklich nicht. Okay, das ist direkt oben beim Schloss. Kurz vom Schloss bin ich gerade. Alright, cool, neues Herzteil. Alles klar, nehme ich an, habe ich nichts gegen. Und wir sind an einem neuen Ort, wo wir nicht weiterkommen, weil wir nicht schwimmen können. Ah, der Kleine hat den Seefeldschein noch nicht gemacht, ne? Was soll's, ne? Und wo kommen wir hier hoch? Ja, okay, hier einfach. Man kann hier einfach runter. Hä? Wieso gibt es 2 Öffnungen zu diesem Dungeon? Einmal das und da unten, dass es exakt das gleiche ist. Hä? Macht irgendwie keinen Sinn. Aber hey, wir haben ein Herz da gefunden. Immerhin etwas. Gibt es irgendwas auf der rechten Seite? Ja, gut. Außer halt so ein Ort, wo wir nicht lang können. Ja, stimmt. Hier ist auch wieder so ein Ort für Bomben.
Moment, habe ich hier irgendwas übersehen und die kommen tatsächlich weiter, wer weiß. Ich meine, schaut mal, wo wir sind. Neues Gebiet. Sierra Wasserfälle, habe ich gerade gelesen. Oh, aber wir werden hier wieder bombardiert. Ne, da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Hä? Oh, was für ein riesiger Wasserfall. Ein wahrhaft überwältigender Anblick. Okay, schön. Fragezeichen. Okay, aua. Was heißt das Fragezeichen jetzt für mich? Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Gibt's gar nichts. Ich kann hier gar nichts tun. Hier, angreifen kann ich's. Nee, hier fehlt irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe ein neues Gebiet gefunden, aber leider können wir da nichts anfangen. Sehr schade. Ja, dann... Ja, dann sind wir... Oh, wir sind jetzt wieder hier. Hä? Aha, hier ist ein Loch. Na gut, ich muss da unten halt kleiner werden. Da unten ist ja dieser Baum, der glitzert, aber wie gesagt, da kann ich nichts machen. Wer hätte das gedacht? Das Tor zur heiligen Stätte ist mitten im Schlosshof. Für die anderen sieht das einfach nur aus wie eine Wand. Noch zwei Elemente, das heilige Schwert kann erschaffen werden. Ich sehe auf dich, Mike. Okay, sonst sagst du nichts. Ah, der Eingang ist im Schlosshof. Meine Großmutter hatte recht. Alle aus meiner Familie waren schon immer sehr aufrichtig. Deswegen konnten sie die Menschen den Eingang sehen. Aber ich konnte sie nicht sehen, woran das nun liegen mag. Du bist halt nicht so nett, Kumpel. Okay, aber das hilft jetzt irgendwie auch nicht weiter. Kann ich hier vielleicht jetzt weiter? Das kann ich mir vorstellen, dass das hier funktioniert, oder? Eventuell? Ja, Tatsache! Oh, hey! Endlich mal funktioniert hier etwas mit der neuen Fähigkeit. Und schaut mal einer an, wir sind jetzt an einem komplett neuen Ort. Wir sind jetzt da unten. Oh, ich glaube jetzt bin ich endlich an einem Ort, wo es das Spiel weitergeht. Ja. Ja, wunderbar. Ja, dann geil. Blaue Octoroks. Warum auch immer die blau sind. Wahrscheinlich höher, weil die sind stärker. Krass. Aua. Was sollen das? Blöden Federviecher. Schwindemann. Ein Glücksfragment. Die Dinger, mit denen ich immer noch nicht keine Ahnung habe, ob ich irgendwas mit denen anfangen kann oder nicht. Sind das jetzt so Felder, die ich benutzen kann, oder ist es nur Deko? Nee, ist nur Deko. Okay. Na gut, aber ich bin froh, dass wir endlich mal weiterkommen im Spiel. Ey, was zum... Alter, so ein großer Muskelprotz. Oh, wow. Ey, das war unfair. Das hat so eine riesige Waffe und ich nicht. Was soll ich da machen? Oh, schon tot. Hört, der droppt ein Glücksfragment? Also, so langsam muss mich mal jemand aufklären, was man mit den Dingern machen kann. Also mal ganz ehrlich. Kann doch nicht sein, dass ich es immer noch nicht weiß. Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Mike, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel. Ach, ein ganzes hätte ich gern. Okay, ich kann dir da leider noch nicht helfen. Aber merken wir uns das. Im Hotel finden wir ein Fragment von ihr. Das sind die Fragmente von bestimmten Leuten. Und die ganzen Dinge, die ich gesammelt habe, sind halt von Leuten, die wir noch kennenlernen. Das ist meine Theorie jetzt im Moment. Du, I don't know. Oh, Katzi, wir sind hier richtig. Voll geil, das sieht richtig 3D aus. Das gefällt mir. Irgendwie kam es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Im Schloss? Aber da waren wir doch gerade vor 10 Sekunden. Aber erst jetzt passiert da was. Natürlich. Nanu, wer bist du? Du bist Fati. Wie bist du hierher gelangt? Ich kann teleportieren, Mann. Mit Enderperlen. Oder irgendwelche anderen Tricks auf Lager. Ah, was tust du da? Was ist denn jetzt passiert? Sag mir nicht, er ist jetzt... Ja. Es ist alle anwesend! Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen! Alle wissen von dem Force, dass uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft, Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben! Es muss irgendwo in Hyrule sein! Ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das Force! Hm?
Drin nicht lange rum, los, ruft das Schloss! Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Eingekerkert. Ne? Weggesperrt. Film auch ewig, die ganze Familie. Auf, durchsucht der ganz Hyrule, bis in seinen letzten Winkel. Oh nein. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Ach was, es wird schon nichts passieren. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran sogar schon. Echt? Stimmt. Stimmt, wir müssen hier nur noch links durchs Wasser. Durchs Wasser? Wie sollen wir denn durchs Wasser kommen? Außer wir kriegen eventuell jetzt eine, ein Seepferdchenabzeichen. Ja, ja. Das wäre doch super, oder Link? Link sagt mir gerade, er möchte kein Seepferdchen machen. Sind zu blöd. Ja, Link, du musst aber machen. Auch wenn du Angst hast vor Schwimmen, musst du machen. Oh, warte, können wir das jetzt wegkriegen da hinten? Diesen Stein? Oh, danke. Wait. Bitte sag mir, ich kann den jetzt wegspringen endlich. Damit ich da endlich eine Abkürzung habe für. Nein? Ich krieg das Ding da immer noch nicht weg? Was zum... Hä? Der Baum ist eingekränkt. Was ist denn da passiert? Schaut mal, wie die glitzert, die Kiste. Da will ich hin. Aber ich komme da leider nicht hin. Nochmal so ein Spacko, so ein Schweineviech. Stirb, Mann! 3 Hits reichen schon. Der hat leider nichts gedroppt. Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Pegasus-Stiefel? Vor allem, ich finde es lustig, geheime Welt hier. Ja, wenn es so geheim ist, warum steht es dann hier, dass es eine geheime Welt ist? Dann ist es nicht mehr so geheim, oder? Naja, gut. Wie heißt das Passwort? Passwort. Richtig. Ich komme da nicht lang. Pegasus-Stiefel. Leider habe ich keine, Mann. Das ist die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh nicht so rum, Mann. Los, geh. Vorwärts, weiter so, Mike. Okay, okay. Was ist das denn so Wurzeln? Ich kann die Wurzeln hier rausziehen. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Wieso? Komm, ich hab das. Ich hab das. Nee, das funktioniert nicht. Tue ich mir nur weh. Ey! Die klauen mir die ganze Zeit meine Leben, Alter. Komm her, Mann! Okay, jetzt ist er schon weg. Blöd. Dann müssen wir uns mal ein bisschen umschauen. Eventuell finden wir ja noch ein bisschen was mehr. Ich meine, hier unten ist noch ein. Okay, das Haus kommen wir nicht. Aber hier ist noch ein Gebiet mit einem Baum und ganz vielen Schweineviechern. Die ich alle umbringen werde. Hat einer von denen noch ein Fragment? Einfach nur, damit ich mich gut fühlen kann, weil ich was eingesammelt habe. Nein, nichts. Baum ist gekriegt. Gibt's auch nichts. Hm. Hoffentlich fehlt mir nicht wieder irgendwas. Das wäre jetzt echt doof. Obwohl, schaut mal, hier ist ein Portal mit einem kleinen Minischhaus. Eventuell finden wir da unsere Antworten. Gib mir 300 Rubine und ich gebe dir diese Pegasus-Stiefel oder irgendwie sowas. Das können wir vorstellen. Na komm, hau raus, was hast du da bei dir? Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Neben deinem Haus? Wo denn? Neben deinem Haus eine Bohne gepflanzt. Hm? Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hä? Neben deinem Haus eine Bohne gepflanzt. Hm, soll das ein Tipp sein? Ich meine, ich habe Wasser, aber ich sehe keine Bohne. Ich dachte, hier könnte man irgendwo in so eine Area reingehen, aber hier ist nichts. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt. Aber wo denn neben deinem Haus? Bohne, das musst du mir schon sagen, Mann. Hm? Also, das ganze Spiel lang bin ich nur verwirrt, wo es lang geht und was ich machen muss und wie und was, pipapo. Alter, das ist... So Probleme habe ich eigentlich nie in solchen Spielen. Ja, geht doch ein bisschen schon, aber nicht so krass. Ich hab echt keine Ahnung. Dass ich ja nicht... Ah, Mann. Dass ich halt nicht mal das hier jetzt wegbekommen kann. Immer noch nicht. Oh. Oh. Okay. Das hat funktioniert. Cool. Ich weiß nicht. Ich könnte ja mal zum Schloss nochmal zurückkehren. Mit dem König sprechen.
Vielleicht kommt dann noch meine Cutscene so von wegen, ah, böse, böse, haha. Hast du was zu sagen? Das Forst soll etwas sein, das alle Wünsche erfüllt. Der König will es bestimmt für den Frieden einsetzen. Ja, ja, für den Frieden. Terry ist wieder da, Terry! Oh, hallo, es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tirup. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Tirup? Was macht man denn mit denen? Bewirkt, dass man mehr Herzen auftaucht. Ah. Das sind so Pflanzen, mit denen man sich heilen kann. Okay, interessant. Also Terry ist für Heil-Items da. Vorher war er eigentlich dafür da, dass man... Also in Skyward Sword ist er dafür da, dass man ein paar bestimmte Items bekommt. Ein paar hilfreiche Items. Ich habe gehört, dass die Menschen den Menschen das Force gegeben haben. Aber es gibt die Menschen mit... Wirklich? Niemals sie bisher gesehen. Ja, ihr müsst reinen Tisch machen mit denen, ne? Braucht ein reines Herz. Ohne reines Herz geht da nichts. Aua. Ja, ich schau mich mal hier um. Stimmt! Die müssten jetzt eigentlich weg sein, ne? Aber... Nur der eine ist weg. Aber cool, der eine ist weg. Wir können hier lang. Was auch immer es hier gibt. Aha. Toll, ein kleiner Brunnen. Da ist ein Ort für Minischling. Für den ganz kleinen. Der Baum ist wahrscheinlich so ein Portal. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich in das Portal reinkomme. Keine Ahnung, wie man die Bäume benutzt. Vielleicht kam man das schon längst, vielleicht geht es auch noch nicht. Was zum... Ein geheimer Untergrund. Ganz nettes Haus hier. Hier wohnt jemand. Wer wohnt denn hier unter der Erde? Ganz heimlich. Ein Obdachloser? Oder wohl eher... Jemand Bekanntes? Ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier, so können wir nicht trainieren. Okay, aber danke fürs Herzteil. Ja, hätte ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwas, um das hier... Um hier Feuer zu machen, Steine und einen Stock. Dann würde ich dir aber helfen können, aber... Na gut, so muss ich dich halt in Erinnerung behalten und hier später zurückkommen. Aber zumindest ist das jetzt hier frei. Das ist zumindest ganz gut. Du, hier ist sonst nichts? Gar nichts? Nein? Ist das hier ein Ort für später, ja? Aber ich habe ihn trotzdem schon freigeschaltet. Na gut, ich habe es trotzdem mal gezeigt. Ja, ich wollte eigentlich noch zum... König. Auf Befehl des Königs darf hier niemand durch. Geh nach Hause. Okay, ich darf nicht. Sorry, Leute. Hier gibt's nichts. Hab meine Zeit verschwendet. Hier gibt's rein gar nichts. Da lässt du mich auch nicht durch. Warte mal. Auf der anderen Seite? Gab's hier noch was? Achso, nee. Es ist einfach nur... Okay. Oh, ich habe komplett vergessen, dass ich die Abkürzung auch schaffen kann jetzt. Badababam. Ja, haben wir zwei Abkürzungen geschaffen. Aber leider... Haben wir schon? Okay. Leider weiß ich immer noch nicht... Okay, danke. Leider weiß ich immer noch nicht... Wie ich jetzt weitermache im Spiel. Also irgendwo muss ich ja jetzt scheinbar irgendwie Pegasus-Stiere oder so bekommen. Aber keine... Aua. Gut, dass ich das Herz gelassen habe. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt von dieser Folge noch zusammenschneide, rein und rausschneide. Aber ich habe jetzt mich ein bisschen schlau gemacht und in Erfahrung gebracht, dass man hier sich in der Stadt noch ein bisschen umschauen kann. Weil ich weiß jetzt, was das bedeutet, wenn Leute über ihrem Kopf... solche, ja, so Blasen haben, wo die irgendwas denken. Mit diesen Leuten kann man nämlich Fragmente traden. So, ich weiß aber nicht genau, wie ich das mit denen mache. Also, was für ein Item ich in der Hand haben muss, weil ja, ich kann ja hier nichts in der Hand halten oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das anstelle. Wie tausche ich denn mit ihr? Oh, ich muss L drücken. Und das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Ich hatte die Steuerung nicht mehr im Kopf. Ah, ja, aber hier sehen wir das Menü. Sorry, ich bin komplett verloren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde es einmal erklärt und dann nie wieder. Und dann habe ich es dann komplett vergessen. Aber ja, man muss L drücken. Komisch, dass das nicht irgendwo noch in der Ecke dran steht, aber ja. Mit ihr kann man tauschen und kriegt dann... Pack den Hintergrund hier mit Eselo. Ah, da waren wir vorhin. Jetzt gibt's da irgendwas. Das Wasser ist weg. Cool. Passt perfekt zusammen. Vielleicht passt ja was Gutes. Ja, vielleicht passiert ja was Gutes. Genau. Okay, warte, dann können wir doch nochmal zurückgehen zu dem einen Dude.
von dem wir die überhaupt die Info haben. Ja, von... Ach. Falsches Haus. Von... Hier war das, ne? Ja. Von Ymir. Müssen wir Fragmente vereinen. Okay. Das hier können wir vereinen. Ding! Ich glaube, mit jedem Charakter kann man nur eins vereinen, immer. Nur eine Sprechblase ist einmal ein Fragment, was man vereinen kann. Okay! Irgendwo im Wald spawnt eine Kiste. Wo? Oh, ganz da hinten. Ja doch, wenn ich oben lang gehe, komme ich da lang tatsächlich. Ah ja. Okay, cool. Schön, dass das jetzt auch mal funktioniert. Dass ich jetzt auch endlich mal die Informationen für bekommen habe. Und Kumpel, weißt du was? Ich habe endlich das Geld für den Boomerang. Let's go! Boomerang erhalten! Er kommt immer zurück. Ein tolles Ding. Danke, dass du viele Rubine gezahlt hast. Kein Problem, Mann. Ja, kommt immer zurück. Wäre das mit den Frauen nur auch so. Naja, ist auch egal. Nee, du hattest nichts mehr. Wer wollte noch traden? Hatte einer von euch noch irgendwas? Interesse? Was ist denn dieses Forst? Kann man es irgendwo finden? Ja, bestimmt. Wait, das ist ein neuer Ort? Hier kamen wir vorher gar nicht rein. Hallöchen, junge Dame. Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen? Wenn du hier schläfst, bist du bald wieder fit. Und es gibt ein Geschenk. Zimmer 50. Das für 200, das für 400. What? Ich hab kein Geld, Mann. Sorry. Nein? Naja, okay. Boah, du musst richtig viel Geld farmen, dieses Spiel. Es gibt große Unterschiede zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Ja? Ist das so? Ja. Hä, nein, warte mal, hier waren wir doch schon. Wip, 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 wip. Nee, scheinbar waren wir hier schon. Ich kann mich aber gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein. Die Kisten sind aber alle leer. Scheinbar war ich hier. Ja. Oder vielleicht spawnen die erst. Ah, wahrscheinlich spawnen die erst noch. Je nachdem, welche Nacht ich hier bleibe, wie viele Rubine ich ausgebe, ne? Ah, wahrscheinlich Herzteile immer? Kann ich mir vorstellen? Was geht denn hier ab? Hallo? Hast du schon von dem Forst gehört? Dem Schatz, der alle Wünsche erfüllt? Der König soll ganz verrückt danach sein. Früher war es ja nicht so gierig. Er ist wie ausgewechselt. Ja, der König ist wie ein anderer Mensch, ne? Warte! Bruder! Juhu, juhu! Wir haben Spaß. Lass sie mal Spaß haben. Was zum Teufel geht denn hier ab? Drei hübsche Mädchen und das direkt vor mir? Mit denen sollte ich nächste Folge mal ein bisschen plaudern, wenn ihr versteht.